Liebe Geschwister, wir sprechen heute über das Thema Priestertum. Wir sprechen mit Erzpriester Michael Rah, dem Vorsteher der Gemeinde der Heiligen Maria Magdalena in Weimar, der Kirche dort, und ebenfalls der deutschen Heilig Isidor von Rostov, Gemeinde in Berlin. Vater Michael, segnen Sie. Gott segne uns alle. Ja, Ihr Vater Gleb Rah entstammt ja einer deutsch-baltischen Familie und wurde in Moskau geboren. Von dort wurde er dann ausgewiesen nach Deutschland. Sie kamen interessanterweise in Japan zur Welt, haben aber ihre Kindheit und Jugend und also ihr ganzes Leben in Deutschland verbracht. Verstehen Sie sich mehr als Deutsche oder als Russe? Als beides. Ich wurde natürlich im Glauben, im orthodoxen Glauben erzogen und in der Liebe zu Russland. Was damals für uns nicht konkret die heutige Russische Föderation war, das war die Sowjetunion, das beinhaltet eigentlich alles, die Ukraine, auch das Baltikum, Georgien. Aber natürlich hat man sich hier auch heimisch gefühlt, weil Deutschland war unsere Heimat und Russland war unser Vaterland, für das wir lebten, für das wir beteten und das wir liebten. Und Deutschland liebt mir genauso, so wie mein Bruder das mal gesagt hat. Man kann ja zwei Länder lieben, so wie man Vater und Mutter liebt. Ja. So hat man dann auch, kann man eben auch zwei Länder in seinem Herzen tragen, für die man betet und denen man versucht, nach Möglichkeit zu dienen. Ist es für Ihren Priesterdienst hier in Deutschland wichtig, welche Nationalität Sie überhaupt haben? Nein, nein. Deutschland ist ein Land, ein weltoffenes Land, und ich glaube, ein Land, das, und das spricht für solche Länder, übrigens auch Russland, das schon seit Jahrhunderten multinational ist, dass fremde Kulturen, oder fremde, falscher Ausdruck, also verschiedene Kulturen hier ihren Platz haben können. Kulturen, wenn man mehr Kulturen hat, die bereichern ja, so wie auch individuell, wenn ich mit Eltern spreche, die wollen, dass ihre, also russischsprachigen Eltern, die wollen, dass ihre Kinder Deutsch reden, dann sage ich, überlegen Sie doch mal, wenn Ihre Kinder zweisprachig aufwachsen, mit zwei Kulturen, mit zwei Mentalitäten, werden sie dadurch reicher oder ärmer? Ja. Und so, aber natürlich muss diese Kultur immer, Kulturen untereinander müssen Respekt entwickeln, zueinander. Nur dann ist das, wenn das ein Kampf der Kulturen wird, dann begrüße ich das nicht. Aggressive, invasive Kulturen, das lehnen wir ab. Aber wenn man sich in einer, jetzt dieses Wort, das ist ein bisschen jetzt ein vielleicht schwieriges Wort, aber wenn man sich in einer Leitkultur befindet, dann muss diese akzeptiert werden. Wir als Nicht-Deutsche oder nicht ethnisch Deutsche, also keine, die Nicht-Naturdeutschen, müssen dieses Land und diese Kultur respektieren. Und dann, finde ich, haben wir alle Möglichkeiten, auch hier zu leben, unsere Kultur zu bewahren, unsere Schätze, und nicht nur für uns bewahren, sondern die auch mit einbringen. Ja. Denn wir haben ja etwas, womit wir anderen, die anderen bereichern können, aber auch teilnehmen und die Früchte, sagen wir mal, dieser jahrhundertalten Kultur, dieser christlichen Kultur, genießen. Ja. Die Gemeinde in Berlin, die St. Isidor-Gemeinde, ist sie deutsch oder deutschsprachig? Deutschsprachig, natürlich überwiegend ethnisch deutsch, aber wir haben auch gemischte Ehepaare, also wo ein Ehepartner deutsch, der andere russisch, mazedonisch, und oder aus anderen Kulturkreisen kommt.
Wir haben da jetzt auch inzwischen Afrikaner dort bei uns aus dem vorderen Orient. Wir haben eine aus Finnland. Aber Deutsch ist die Sprache, die uns ja alle hier vereint. Insofern sind solche Gemeinden oder auch Klöster, die multinationale Gottesdienste oder also mehrsprachige Gottesdienste anbieten, ja, ein großer Schatz für die nicht Muttermilch-Orthodoxen. Gibt es bei dieser Gemeinde außer der Sprache etwas, wo Sie sagen würden, ja, das unterscheidet diese deutschsprachige Gemeinde oder diese Gemeinde von anderen, von russischsprachigen Gemeinden, von anderen Gemeinden unserer Diözese? Natürlich, ja, also die schon neben der Sprache, klar, natürlich auch ein bisschen die Mentalität. Wenn man sich, sagen wir mal, in einer russischen, in einer serbischen Gemeinde befindet, dann ist es zwangsläufig so und automatisch so, ist ja kein Zwang, aber es ist automatisch so, dass da die Bezogenheit zu der Heimat der Eltern, der Großeltern vielleicht auch, dass die immer vorhanden ist. Und das ist hier nicht so. Und wir haben ja solche Orte, auch Klöster, zum Beispiel in England, das St. John the Baptist Kloster vom heiligen Sophronius gegründet, dem Schüler vom heiligen Siloam, oder das russische Kloster, als russisches Kloster gegründet, jetzt unter Konstantinopel in Bussy in Frankreich. Solche Orte sind ja, haben ja einen ganz besonderen Wert für die, sagen wir mal, für die Konvertiten, also diejenigen, oder auch für die Russen, Griechen, Serben und so weiter, Rumänen, Bulgaren, Georgier, die vielleicht ihre Muttersprache nicht mehr beherrschen, also die in der zweiten, dritten Generation im Westen leben, aber ihren Glauben ernst nehmen und ihn leben wollen und ihn auch ihn verstehen wollen. Und solche Sammelpunkte, Treffpunkte für uns alle, die brauchen wir. Und das ist natürlich ein großer Schatz, wenn wir sowas haben. Übrigens jetzt auch der Ort, an dem wir uns hier befinden, in Unteruffhausen, die St. Justins-Einsiedelei oder das Kloster, die Skite der Verkündigung der Mutter Gottes im Landkreis Fulda in Hessen. Also würden Sie sagen, dass solche deutschsprachigen Gemeinden Perspektive haben? Ja, unbedingt, unbedingt. Und das sieht man an den interessierten jungen Menschen. Es sind meistens, ich kann es mir nicht vollkommen erklären, aber meistens junge Männer, die zu uns kommen. Es sind keine jungen Männer, die, was weiß ich, die sonst nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit, mit ihrem Leben anfangen müssen, sondern intelligente, reine, angenehme, herzensgute Menschen, die zu uns kommen. Junge Männer meistens. Natürlich auch weniger, aber junge Frauen auch, ja. Bei russischen Gemeinden gibt es ja das Klischee, dass da immer mehr Frauen als Männer sind. Ist es bei Deutschen, die sich für die Orthodoxie interessieren, gemischt Männer, Frauen oder sind es doch mehr Männer? Nein, kein Übergewicht. Weder, also jetzt spontan kann ich das gar nicht sagen. Mir liegt jetzt keine Statistik vor, aber angefangen hat das alles ja vor über 20 Jahren, noch in Berlin, also in Berlin. Und da waren das alles praktisch Einzelpersonen, also Individuen, die zueinander kamen, aus den verschiedensten Gründen. Es gab da ein, vielleicht zwei schon orthodoxe deutsche Familien. Das war die absolute Ausnahme. Aber inzwischen haben wir Hochzeiten gefeiert und Kindstaufen gehabt, natürlich Erwachsenentaufen sowieso. Und so ist das jetzt auch eine von der Altersstruktur eine wirklich gemischte Gemeinde. Wir haben vom Säugling bis zum Greis alle Altersgruppen und auch geschlechtsspezifisch gibt es auch kein Übergewicht auf der einen oder anderen Seite. Und gibt es Stärken und Schwächen in der Gemeinde gegenüber den anderen? Sicher, ja. Die Mentalität, also die Stärken sind natürlich das Organisationstalent. Die Deutschen können gut organisieren.
Sie sind ordnungsliebend. Ja, es ist, da ist dann natürlich auch nach dem Gottesdienst, muss ja dann sauber gemacht werden, und das funktioniert sehr gut. Ja. Nun können Sie ja Russisch und Deutsch. Muss denn ein Priesteranwärter zwingend in Deutschland auch eine Fremdsprache lernen? Also muss er Russisch lernen oder Griechisch oder Serbisch? Oder kann er sich mit seinem Deutsch und Englischen begnügen? Also das Wichtigste ist, dass er ein guter Priester ist. Das ist natürlich die das Hauptziel. Aber natürlich wird es ihm nicht schaden, wenn er Russisch oder Griechisch oder Serbisch, Rumänisch, Bulgarisch, Georgisch kann. Aber natürlich, diese Sprachen zu erlernen, ist für einen, der nicht aus diesem Milieu kommt, aus diesem ethnischen Milieu kommt, ist es sehr schwierig. Also hier Georgisch, also ich kenne keinen Russen, der Georgisch kann. Obwohl das ja doch eine historische Beziehung gab. Die Georgier ihrerseits sprechen meistens Russisch, zumindest die Älteren. Also es ist, man kann das ja nicht erwarten. Wir sind ja auch in Deutschland. Ja. Wir, die Deutschen, ob jetzt sie einen christlichen Hintergrund haben oder nicht, sie können zu Recht erwarten, dass die Menschen sich integrieren. Niemand wird gezwungen, in diesem Land sich zu assimilieren. Das heißt, seine Kultur und seine Schätze über Bord zu werfen, sie zu verleugnen. Aber integrieren müssen wir uns alle. Deswegen würde ich sagen, die Frage könnte man ja, den Ball könnte man ja zurückspielen und fragen, sind russische, griechische, serbische und so weiter Priester nicht verpflichtet, Deutsch zu lernen? Also verpflichtet, man kann niemanden per Gesetz verpflichten, aber die Erwartungshaltung sollte schon dahingegen sein, dass Priester, die hier dienen, ihren Pastoraldienst versehen, dass sie Deutsch können, das lernen. Sicher, zum Beispiel in meinem Alter, wenn ich aus irgendeinem Gründe jetzt nach Shanghai versetzen würde, ich würde trotzdem versuchen, so gut wie möglich Chinesisch zu lernen, die Landessprache, um überhaupt zurechtzukommen, um auf der Straße nach dem Weg zu fragen. Das sind elementare Dinge. Und wenn man 25 Jahre in einem Land lebt und nicht selbst einen Zahnarzttermin ausmachen kann am Telefon, das ist schon... Das zeugt schon von einer gewissen Bequemlichkeit. Ja, gut. Jetzt sagten Sie, Hauptsache er ist ein guter Priester. Was ist denn ein guter Priester für Sie? Der Gott liebt, der nicht an eigene Belange denkt. Ja, das heißt, natürlich denkt man auch an seine Familie, an seine materielle Situation, aber nicht an erster Stelle. An erster Stelle. Er liebt Gott, er vertraut Gott, er begibt sich unter die Obhut des Herrn, und er liebt dann natürlich auch konsequenterweise dann auch die Menschen. Das ist ein guter Priester. Es bedeutet nicht, dass er fehlerfrei ist, dass er keine Schwächen hat, keine vielleicht Verfehlungen. Ich denke, die Menschen werden einem Priester, der vielleicht mal ein bisschen zu viel bei einem Fest getrunken hat, mal eine rote Nase hatte oder ich weiß nicht, das werden sie ihm alle verzeihen, wenn sie sehen, dass er sich für ihre Belange interessiert, dass er für sie da ist. So einem werden sie alles verzeihen. Einem moralisch integren, unbescholtenen, der sich nicht zur Schuld kommen lässt, aber der sich nicht für die Menschen interessiert, der so eine Distanz wahrt, eine übermäßige Distanz, eine kleine Distanz muss immer sein. Mhm. Priester kann nicht Kumpel sein. Aber wenn die Menschen spüren das, dann werden sie diesen Priester innerlich. Sie werden sozusagen formal ihn akzeptieren, aber sie werden ihn nicht als ihren Hirten, als ihren Vater, als ihren geistlichen Vater
werden sie nicht, nicht ungeteilt akzeptieren. Aber es gibt es ja Menschen, die von sich aus etwas ja, zurückgezogener sind, denen der zwischenmenschliche Kontakt nicht so liegt. Könnte so ein Mensch auch als Priester dienen, vielleicht in einer anderen Art und Weise, wenn er sich für den Dienst interessiert? Natürlich, natürlich. Solche Menschen, jeder Mensch ist einmalig und hat einen, die Voraussetzungen, die habe ich ja benannt, so wie ich das sehe, dass er Gott liebt, dass er Gott dient, wenn das vorhanden ist. Natürlich gibt es introvertierte Menschen. Natürlich gibt es solche Menschen, die die Abgeschiedenheit suchen. Die können natürlich auch ins Kloster gehen, aber auch im Kloster gibt es die Gemeinschaft. Im Kloster ist man auch nicht allein. Und also mit 25 Jahren wird niemand zum Eremiten. Das ist erst, wenn man schon sozusagen mit den Engeln kommuniziert auf Augenhöhe, dann kann man an sowas denken. Aber klar, solche Menschen sind genauso wertvoll. Jeder ist einer, ist, so wie der Apostel Paulus, das er im zweiten Korintherbrief sagt, ausdrückt, jeder hat seine Gabe von Gott bekommen. Und da ist er wertvoll. Und der Mensch bringt ja nur, er hat ja seine Grundlage, sein, was er mitbringt, aber den Rest macht Gott. Das ist die Gnade des Heiligen Geistes. Wenn wir, und die müssen wir anstreben. Nicht, ich könnte vielleicht ein Universalgenie sein, aber wenn ich nicht die Gnade des Heiligen Geistes habe, dann kann ich nur menschlich etwas, aus menschlichem Vermögen etwas bewirken, und das wird nicht genug sein. Aber wenn ich vielleicht ein einfacher, wenig gebildeter, ungehobelter Mensch bin, aber wenn in mir der Heilige Geist, die Gnade des Heiligen Geistes wirkt, dann bin ich ein Diener Gottes. Aber das geht nur durch Demut, das geht nur durch die Einsicht seiner Verfehlungen, seiner Unwürdigkeit. Also letztlich auch ein introvertierter Mensch. Es gibt ja nicht alle introvertierten Menschen gehen ins Kloster. Es gibt ja auch welche, die sind verheiratet. Schauen Sie, vor ein paar Tagen wurde, da haben wir gerade hier vor einer Woche, am 18. April hatten wir hier Gottesdienst mit Vater Justin. Da wurden gedachten wir der drei Neomärtyrer von Optina, der drei Mönche. Ja, da war also der Vassili, der ehemalige Sportler, und dann waren die zwei Ferapont und Trafim. Und einer von denen war, den kannte jeder im Kloster, und die Pilger kannten ihn alle. Der war so ein ganz offener, so ein herzensguter, ein liebenswürdiger, ein lustiger Mensch. Und der andere, als man erfuhr, dass er tot war, ich glaube, da war so einer, ja, der hieß so, ja, aber den kannte kaum einer. Der hatte, ich sag mal, im Verborgenen gelebt. Er ging zu den Gottesdiensten in Trapiesa, und ich denke, dass die Zeit kommt, dass sie beide, werden wahrscheinlich, die Kirche wartet noch, werden vielleicht noch Wunder geschehen, alles, aber es gibt schon Menschen, die zu diesen Märtyrern beten. Und das ist einfach so ein Beispiel, dass jeder hat sein Charisma. Aber Das gut, ist von Gott so gegeben. das sind jetzt wiederum Mönche gewesen. Ja, So, und als ja, Priester in der ja. Gemeinde Das waren ja. würde. Auch, natürlich denke ich mal, ist ideal, natürlich muss ein Priester kommunikativ sein. Aber sehen Sie, es gibt ja auch in unseren Heimatländern Russland große Kirchen, große Gemeinden, wo es mehrere Priester gibt. Fünf, drei Priester, und da ist es auch eine Gabe, wenn es verschiedene, die müssen ja nicht alle nach Schema F irgendwie auftreten, sondern da gibt es eben Menschen, die suchen so einen freundlichen, sind so ein, ja, wir kennen ja unsere Gemeindeglieder. Jetzt spreche ich von den Russen, aber bei den Deutschen wird das nicht anders sein oder bei den anderen Nationalitäten. Die anderen wollen vielleicht einen strengen, der konkret sagt, also die einen wollen, dass er meine Freiheit respektiert. So hat auch immer Wladyka Fiaf erfahren, unser Gott sei habe ihn selig, hat uns immer gesagt, ihr müsst die Freiheit eurer
Schäfchen, also der bei euch beichtenden Menschen respektieren. Wir brauchen keine Jungstarzen hier so. Aber natürlich gibt es Menschen, die auch wollen hier konkret, dass sie mir nicht sagen, ja, beten Sie und machen Sie dann so, was Ihnen Gott aus also ja, eingibt oder, sondern sagen Sie mir bitte konkret, was ich machen soll. Und da manche Leute sehen sich nach so etwas und schauen sich dann um und nehmen dann so einen und kommen dann zu so einem Priester, der ihnen alles klar erklärt, das und das und das. Also könnte man sagen, dass wenn ein Mensch ja, gläubig ist, Gott dienen möchte, es egal ist, welchen er Charakter hat, dass jeder Charakter auch als Priester seinen Platz findet in der Kirche. Absolut. Da bin ich absolut überzeugt. Es kann gar nicht anders sein. Der Priester muss nicht unbedingt allen sympathisch sein. Wie viele Heilige gab es? Wie viele die bei den Optinerstarzen, da gab es ja auch Starez Lew, Leonid. Das war ein lustiger Mensch, der konnte sogar Scherze machen und so weiter. Nehmen wir, aber gleichzeitig gab es zum Beispiel Ignacy Brjančaninov. Das war, ich lese sehr viel von ihm, aber ich habe noch nie irgendwie einen, auch nur einen Anflug des Humors bei ihm festgestellt. Ja, er ist ein ganz strenger, ganz ernsthafter Mensch, der natürlich ein liebendes Herz hatte, das ist überhaupt keine Frage. Aber gut, da entstammt sich ja auch was aus seiner Erziehung, die war nicht sehr leicht bei ihm, nicht einfach. Aber so sind die Menschen. Alles, was wir mitbringen, das ist ja auch von Gott so gegeben. Niemand ist so, wie er sein will, oder niemand will so sein, wie er ist. Er ist so. Das ist so. Das muss man akzeptieren. Natürlich ein Problem ist, wenn es psychische Probleme ist. Das ist natürlich für einen Priester, ist das nicht möglich, nicht tragbar. Er kann vielleicht im Kloster sein, als Mönch, unter gewisser Obhut, aber als Priester, wenn er psychische Probleme hat oder andere Probleme, dann ist das natürlich schwierig. Dann kann er nicht ein Vorbild und keine Führungsperson sein für andere Menschen. Gut. Sie waren ja zu Beginn Ihres Lebens ein Mitglied der russischen Auslandskirche und wurden da sogar von Metropolit Mark zum Hyperdiakon geweiht. Ja. Mittlerweile sind Sie in der russisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats. Die beiden Kirchen waren ja lange Zeit getrennt, sind jetzt aber schon seit über 15 Jahren zusammen. Gibt es immer noch Unterschiede zwischen den Gemeinden in der einen Diözese und in der anderen? Ich bin zu selten jetzt zu Gast bei den Gemeinden der russischen Auslandskirche. Ich kenne natürlich die Mentalität. Ich habe ja diesen Stallgeruch. Ich kenne ihn. Aber natürlich hat sich jetzt in den letzten 30 Jahren sehr viel verändert. Aber jetzt grundsätzlich sehe ich keine Unterschiede. Also auch weil unser jetziger Bischof, Erzbischof Tichon, auch so ein, ich sage mal, wertkonservativer Bischof ist. Ich denke, dass diese Grenzen mit der Zeit verschwinden werden. Und wenn ein junger Mensch also vor der Wahl steht, ob er in der Auslandskirche Priester werden soll oder in der Diözese des Moskauer Patriarchats, erwarten ihn irgendwelche Unterschiede oder? Ich denke nicht. Das muss sein Herz entscheiden. Also, es sind beides. Es ist eine Kirche und da will ich auch die anderen, die kanonischen Kirchen, alle mit einbeziehen. Wir sind alle eine Kirche. Wir sind der Leib Christi. Und in welcher Jurisdiktion, also administrativ, in welcher Einheit, wir dienen, das ist ja egal. Hauptsache, wir gehören zu der richtigen Armee. Ja, und in welche Division und so weiter, das ist dann schon nebensächlich. Das entscheidet dann auch, wird auch vielleicht auf höherer Stelle irgendwo entschieden. Und hier, solange man die Wahl hat, ja, das ergibt sich meistens ja auch von selbst, zu welcher Gemeinde man den Kontakt
zur Orthodoxie, über welche Gemeinde man ihn gefunden hat, mit welchen Priester, mit welchen Menschen in der Gemeinde man dann erst einmal bekannt geworden ist. So wird sich das schon ergeben. Aber prinzipiell gibt es keine Unterschiede. Ja. Gerade heute wird die russisch-orthodoxe Kirche, zu Recht oder nicht, aber doch mit dem Krieg, den Putin in der Ukraine führt, assoziiert. Und man muss auch sagen, dass Patriarch Kirill Putin bei diesem Krieg unterstützt und diesen also zumindest rechtfertigt. Kann denn heute ein junger Mann in Deutschland, der diese Ansicht nicht teilt, der den Krieg nicht unterstützt, kann er trotzdem in der russisch-orthodoxen Kirche Priester werden? Ja. Also jeder hat bei uns das Recht, seine persönliche politische Meinung zu vertreten. Wir wissen, dass es auch bei uns innerhalb unseres Klerus verschiedene Auffassungen gibt. Die Bedingung ist aber Loyalität gegenüber unserer Obrigkeit. Ich habe es immer so verstanden, ich habe immer das Recht, meine Meinung auch zu äußern. Auch gegenüber meiner Obrigkeit. Ich kann meine Meinung haben, aber ich bin loyal. Und ich sehe da jetzt keine Probleme. Wenn jemand ein Gewissensproblem hat, muss er das natürlich irgendwie, wenn er schon zur Gemeinde gehört oder zum Klerus, dann muss er das mit seinem geistlichen Vater regeln. Und ich finde, das hätte aber jetzt. Wir verbieten niemanden, sich auch öffentlich Stellung zu beziehen zu dieser oder zu jener politischen Frage. Aber das muss außerhalb geschehen. Jeder aus der Gemeinde darf in der Zeitung schreiben, darf zu einer Demonstration gehen, darf im Internet seine Meinung kundtun, aber nicht in der Kirche. Und wir dienen Christus. Und klar ist das, ist der Patriarch in einer exponierten Stellung, da ist, aber ja, gut. Da muss jeder das mit sich selbst ausmachen. Aber wir sind loyal und wir dienen Christus. Und wenn der Patriarch, sagen wir mal, sich irgendwo irren sollte, dann trägt er die Verantwortung. Aber wir dürfen auf keinen Fall jetzt den Gehorsam verweigern, weil das wird zu einem Chaos führen. Was meinen Sie mit dieser Loyalität? Ja, einfach, dass wir uns politisch nicht äußern und nicht. Wir haben ja Gemeindemitglieder aus allen wir Teilen haben ja Gemeindemitglieder der ehemaligen Sowjetunion. Aus allen Teilen der ehemaligen und Sowjetunion. Unser Glaube vereint die Menschen. Politik ist. Ist dazu neigt dazu, die Menschen auseinander zu dividieren. Und das wollen wir verhindern. Ich merke, wie schwer das ist, aber umgekehrt, also für manche Menschen, aber umgekehrt sehe ich die Freude der Menschen, dass sie in der Kirche diesen Ort haben. Diese Möglichkeit, trotz allem Brüder und Schwester zu sein. Brüder und Schwestern sind wir, egal welcher politischer Couleur. Und das ist ein ganz großer Schatz, den die Menschen jetzt wirklich zu schätzen wissen. Und das wollen wir nicht aufs Spiel setzen. Das wollen wir nicht. Wir beten ja. Wir beten in jedem Gottesdienst. Wir beten auch für die jeweiligen Feinde. Schreckliches Wort, wenn wir von orthodoxen Christen sprechen. Wir tun alles, um diesen Frieden erst einmal in unseren Herzen herzustellen, ihn zu bewahren. Und dann können wir auch auf die Gnade Gottes helfen, hoffen, dass es zu einem baldigen Ende des Blutvergießens und der Feindschaft kommt. Aber wir müssen mit uns selbst beginnen. Wir sind keine Politiker. Wir haben nicht die Macht,
Natürlich können wir auf Demonstrationen gehen, aber dann würden wir das, was ich jetzt angesprochen habe, verlieren. Das würden wir aufs Spiel setzen. Wir müssen erst einmal betonen, wir sind Brüder und Schwestern. Ich hatte das schon 2008, als der zum Glück nur 5 Tage dauernde Krieg zwischen Russland und Georgien war. Da habe ich auch sofort gesagt in der ersten Predigt, wir sind Brüder und Schwestern, basta. Und keine Politik hier in der Kirche. Es ist klar, die einen schauen russische Nachrichten, die anderen schauen georgische Nachrichten. Wir haben Georgier in unserer Gemeinde, haben wir wahrscheinlich alle. Und ich habe gesagt, Brüder und Schwestern, das zählt und nichts anderes. Ich finde es auch ein ja, kleines Wunder, dass das funktioniert. Auch bei mir in der Gemeinde sind jetzt seit den letzten 2 Jahren sowohl sehr viele ukrainische Geflüchtete wie auch Russen und Russlanddeutsch und Menschen anderer Nationalitäten. Und obwohl die Länder einander, die Heimatländer einander gegenüberstehen und im Krieg sind, können diese Menschen miteinander beten und dann auch miteinander sich zum Mittagessen hinsetzen. Wir empfangen die Heilige Kommunion aus einem Kelch. Wir sind der Leib Christi. Und solche Situationen hat es ja leider früher auch schon gegeben. Ja, ich glaube, auch in Russland gab es die Roten und die Weißen. Es gab, ich weiß nicht, was, solche Situationen gibt es. Aber das ist dann auch eine Bewährungsprobe für unseren Glauben. Dass er nicht ideologisiert wird. Wir sind Brüder und Schwestern. Die Liebe zueinander steht über allem. Die Liebe zu Christus natürlich über allem. Und dann wird sich dann auch eine Lösung finden. Aber die wird durch Gottes Gnade erreicht werden und nicht durch menschliche Bestrebungen. Für mich ist auch ein Trost, dass die russisch-orthodoxe Kirche ja viel mehr ist als die russisch-orthodoxe Kirche der letzten 2 Jahre. Oder man kann sie ja auch nicht auf bestimmte Personen einschränken, ja, selbst nicht auf den Patriarchen, denn es gab ja früher viele Patriarchen, es gab, wird danach Patriarchen geben und neben den Patriarchen gibt es ja auch ja, zehntausende Bischöfe und Priester, die die Kirche ausmachen. Also die Kirche ist viel mehr als das, was jetzt vielleicht präsent ist. Natürlich, die Kirche sind wir alle, der Leib Christi. Und jeder hat da seine Funktion. Jeder. Ja, wir sind alle jetzt in der Verantwortung. Jeder auf seine Weise, zu einem bestimmten Grad natürlich. Aber jeder ist jetzt, ja, wir müssen beten, wir müssen diesen Frieden, diese Liebe zueinander in unserem Herzen bewahren. Und dann haben wir alles getan, was von uns abhängig ist.